Mit der Kutsche durch die Aulandschaft an der Mach zu fahren, das ist für die Mitglieder eines jungen Vereins in Schloss Hof das größte Vergnügen. Vor 2 Jahren ist hier der Reit- und Fahrverein gegründet worden. Von guten Anfängern bis hin zu mehrfachen Meistern sind sozusagen alle Arten von Gespann- und Turnierfahrern in diesem Verein vertreten. Gottfried, komm. Trapp. So ist er gut. Was mir am Kutschenfahren besonders gut gefällt, ist halt die Kommunikation mit dem Pferd, aber nicht das Draufsitzen. 50 Mitglieder zählt der Reit- und Fahrverein Schloss Hof. Fast alle kommen aus der Region und einige der alten Hasen sind hoch dekoriert. Rüdiger Grintal ist einer der erfolgreichsten. Ich war dreimal Landesmeister im Burgenland, da war ich beim Zurndorf und in Niederösterreich, Dritter und einmal in Wien. Und das ist František Kunský, ehemaliger tschechoslowakischer Staatsmeister und WM-Teilnehmer. Das ist Marathonwagen, das ist eine super Kutsche, welche wir brauchen für die Gelände, für die Hindernisse. Ja, dahinter ist immer der Beifahrer, das ist derjenige, der Fahrer unterstützt. Wo fürchtet man sich mehr, wenn man vorne sitzt und fährt oder als Beifahrer? Wenn die Adrenaline hochgeht, fürchtet man sich nicht. Nur nachher hat man gedacht, oh, bin ich so deppert gewesen, dass ich da irgendwo gefährliche Dinge gemacht habe. Vielleicht ins Krankenhaus fürchtet man sich. Der Parcours in Schloss Hof ist brandneu, von den Gespannfahrern selbst gebaut. Und hier wird jetzt täglich mindestens 2 Stunden lang trainiert. Für die Landesmeisterschaften, die Ende September in Schloss Hof gefahren werden. Aber nicht alle brauchen den Kick des Wettbewerbs. Ein besonderer Genuss hier in Schloss Hof ist es, hinaus in die Marchauen zu fahren. Ein Flecken Natur, der seinesgleichen sucht. Vom Pferdefieber haben sich in Schloss Hof schon viele anstecken lassen. Die Fliegenhauben dieser Pferde wurden von einer Putzfrau von uns, von Schloss Hof selbst gemacht. Mit Liebe, mit der Farbe angepasst an die Kutsche. Und auch Donatella und Mortadella, die beiden weißen Esel, sind schon ein super Gespann.